that's really got you good. No worries, just hang in there for a second. This isn't a simulation. We're really on a ginormous spaceship. Now what are you two little gnats up to? This is to be my world. The first of me. Hallöchen, herzlich willkommen zu Arc Genesis 2. Nimm's mit die. Hallo. Und mit dem Floki. Wir wollen schon mal drauf gucken. Genau, herzlich willkommen auch hier bei mir, Smitty. Ja. Auf deinem eigenen Kanal quasi. Also richtig, ihr könnt richtig aus zwei Ansichten sehen, was hier so abgeht. Wenn ihr Bock habt, schaut mal bei Smitty rein. Und wenn ihr Bock habt, schaut beim Floki rein. Genau. Ich nehme noch die letzten Feinheiten an meinem Charakter vor. Ich nicht, ich habe zweimal random gedrückt, ich bin sehr zufrieden. Ich bin gleich gespannt, was mich da erwartet. Ja. Ich habe hier so ein, weiß nicht, so dicke Oberschenkel wie... Okay, da kann ich mit Arm gegen halt, meine Oberschenkel sind ein bisschen dünner. Okay, ich habe alles dick, also. Ich baller rein, Cold Water. Cold Water, wie immer Smitty, neuen Überlebenden erstellen, let's go. Der Kopf fällt ein bisschen klein aus. Naja. Genesis. Endlich. Endlich. Nach mehreren Verschiebungen sind wir da. Ich werde nicht direkt angegriffen. Was ist ja was hier los? Aber schon einen Raptor gesehen. Ah. Jetzt darf ich mich auch bewegen. Das ist ja nett. Raptor kämpft gegen Rino. Ach, Rino verliert. Zwei Raptoren. Ich habe hier nur einen Gully. Hinten sind, glaube ich, ein paar Moschopse. Ach, Helena. Na, wie geht's? Obwohl, oh, ich habe hier auch einen Rino. Oh ja, dann weiß ich, wo. Ich sehe die Raptoren und das Rino. Das Rino ist weg. Ah, ich sehe dich. Ja. Ah ja. Oh, haben wir die Tech-Rüstung an? Sehe ich das richtig? Wir haben bestimmt auch schon die Tech-Rüstung an. Ah, da bist du ja.
Da bist du jetzt richtig. Ich sagen, wo bist du denn hin? Ich bin noch kurz auf den Stein gesprungen, dass nicht direkt aufgefressen wird. Ja, du siehst schon, dass der Stein nicht sehr hoch ist, ne? Hoch, wäre übertrieben. Ich knall erstmal meine... Mich auch mit Paketen zugeschmeißen. Das mache ich immer wieder gerne. Ja, wir sind erstmal hier zu zweit auf dem Server. Später kommen natürlich auch noch auf jeden Fall der Wider und der Fionia dazu. Aber wir wollten schon mal hier, ne, mal ein bisschen schauen, was hier so abgeht. Richtig. Und quasi nicht zurückhalten. Oder ist ein ist das ein lila Loot? Hör das mal hinfliegen. Wenn wir schon fliegen können, Mann, oder? Wir können fliegen. Ja. Scheiße, wie ging das nochmal? Mit Steuerung, also hochfliegen und dann Leertaste gedrückt halten und STRG gedrückt halten. Ah! Oh, was ist denn das hier? Nice. Das hier neuen Viechers? Welche denn? Meerwing? Meerwing? Achso, diese Enten? Ja, ja, diese Entenschnabel und aua, renn mich noch nicht über den Haufen. Sieht aus wie ein platten Biberschwanz. Ja, ich weiß nicht, wenn du endlich ankommst. Doch, doch, ich bin da hier oben. Ich bin durchgeflogen. Ja, genau. Hilfe, was ist hier? Das ist ein Galli. Level 8, ach, da bist du. Level 68. Hätte ich mir glatt zähmen wollen, aber ich hab ja doch nichts. Ja, auch keine Ahnung, wie das geht, das Teil hier. Ich weiß auch nicht, haust doch mal. Nee. Ach komm her. Bleib doch mal stehen, ich will dich mal angucken. Was soll man machen? Interessiert dich nicht, dreht mir immer einen Arsch zu. Alter, ist das dein Ernst? Ja. Okay, die sind wirklich. Oder sind das Ponys oder was? Sind das kleine Pferdchens oder was ist das? Kleine Pferdchens. Guck mal, das reitet direkt über mich drüber hier schon. Was. Weil da sind zwei Raptoren da hinten. Ja. Die kommen natürlich, weil das Pferd auch in die Richtung geht. Ist das aus einem Alpha-Raptor? Nee, sieht nur so aus, ne? Der hat schon. Ja, ne, ich würde gerne mal kurz an den Loot ran, bevor die kommen und uns auffressen. Das ist richtig. Falls ich daran komme. Versorgungskiste, ja. Sattel und Seide. Mehrere Sättel. Ich hab kurz reingeguckt. So. Ja. Wo bist du denn hin? Ach, da. Dir. Immer schön hinter dir, wenn Raptoren da sind. Vernünftig, das ist wirklich ein Alpha-Raptor, hast du recht. Ja, ne? Vielleicht sollten wir uns mal, Übersicht verschaffen. Kurz hier hochfliegen jetzt, im Berg. Auf dem Berg. Noch ein Raptor da unten. Guck mal, so, erste Base-Bauplatz hier. Was sagen, erstmal hier oben gar nicht, eigentlich, ne, dass du so fliegen kannst, gar nicht verkehrt. Ja, so ein kleines Hütchen mit einer Kiste drin, oder? Unten vielleicht, was schon hinkriegen, ein Schlafsack oder Bett wäre vielleicht gar nicht verkehrt, ne, fürs Erste. Achso, ein Stamm wäre nochmal cool. Wie gut das aussieht. Ach ja. Stimmt. Mit Outside. Aber sieht echt nice aus. Ja, oder? Wenn man hier so rüber guckt, dann ist es so ganz geil. Ne? Obwohl, wir könnten ein bisschen dichter ans Wasser da vorne noch. Ja, ist ja vielleicht gar nicht verkehrt. Lass mal da in die Richtung fliegen. Oder guck mal, da fliegt es. Da. Wo ist der? Nee, mir ist es weg. Es ist echt richtig geflogen. So, ja. Wie so ein Wing-Anzug halt, ne? Wie so Flügel ausgebreitet. Viele Raptoren hier. Auf jeden Fall. Was ist das da? Ach, ein Bronto. Ja, lass mal hier. Machst du denn? Hast du erst eine Einladung oder hast du noch keinen Bock gehabt? Ich hab dich schon eingeladen, aber du wolltest ja anscheinend nicht. Achso, das sagt doch was. Ach nee, tatsächlich, irgendwie anscheinend nicht. Ah ja, guck mal an. Jetzt kommt jetzt, das? Ja. Also bleib doch mal stehen. Achso, ja. Ah ja, jetzt bist du grün. Warte mal, ich habe ein Level, den will ich doch glatt vergeben. Ich nehme schon mal Gewicht. Ja. Bin mal gespannt auf die neuen Sachen, die du hier bauen kannst. Dann. Auf jeden Fall, neue Tiere, neue Sachen. Eine geile Umgebung, wie es aussieht. Und tatsächlich, kann man das sehen hier, diesen Ring? Weil wir sind ja auf dem Raumschiff. Richtig, ja, wenn das du im jetzt, Trailer sehen konnte. Wenn du links und rechts jetzt guckst, da siehst du, dass es sich quasi nach wegwölbt quasi. Am Ende der Map halt, ne? Ja. Das siehst du auf jeden Fall. Aber sonst weiß ich nicht, wie du dann auch auf die... Ja, wenn du oben durchguckst, siehst du auch ein bisschen was tatsächlich. Ja, ein bisschen was schon mal durch. Richtig, richtig. Lass mal gucken, wo du dich wieder versteckt hast hier. Ich flieg gerade aus Richtung Wasserfall da vorne. Ah, okay, gut zu wissen. Oh, ich guck mal, wie weit man hier so fliegen kann ohne. Okay, du bist unter mir. Wir haben gar kein Element, wie ich sehe, im Inventar und können das ohne Ende verballern. Das ist natürlich sehr nice. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Oh Gott. Oh, hier, guck mal, hier ist ein Strider hier. Nimm diesen Metallpenöpel hier.
Diese neuen Dinger. Ach, da hinten ist richtig. Was ist denn ein Strider? Ja, diese... Ich brutzel alles weg. Ah, die ich Mechanik. Besonders liebend gern haben würde. Nice. Mach ne- oh Gott, hier ist ein Trike. Trike. Hier ist ein Dodo, das ist unser erstes Leder. Ja. Ah, erwischt. Ich hab nur noch keine Axt, man. Oh ja, wir könnten mal irgendwie ein paar Ressourcen vielleicht. Ja, Steinaxt. Mal klar machen, glaube ich. Mal klar machen. Schau mal hier um den Baum rum. Wo ja alles zu spät ist. So, hoffentlich klaut ihr uns die Ressourcen nicht, der Alte. Hier, der Strider oder? Der Strider oder was? Welche Level hat er? Würde ich ihn auch gleich wegzähmen wollen? Ich weiß nicht, aber der macht nichts. Use, was? Use, was? 116, ne? Die hättest du dich schon wirklich gerne. Tatsächlich. Hat dich jetzt ein Dodo angegriffen oder wie sehe ich das? Mich? Nein. Achso, na gut. Ich glaube, ich habe noch gar keinen Stein im Inventar, weil ich hier nur mit offenem Mund hier durch die Landschaft laufe. Ja, ich suche hier mal am Strand mal Steine. Wenn man mal die E-Taste, aber sehe, kriegen tue ich doch jetzt, habe ich welche. Mein okay. Stein. Das ist so ein Stein hier oder was ist hier los? Lass mal die Fasern abgrabbeln. Moment. Scheiß Kompi hier. Leg sich glatt mit mir an. Hab's alle weggeholt. Ich hätte gern mal Holz. Danke. Bisschen Holz habe ich, aber ich krieg keinen Stein hier zu Rande. Stroh brauche ich noch. Ja, Stein hat auch ein bisschen gedauert. Hier ist der ganze Strandliter hier voll. Ja, das sieht nur so aus. Das stimmt wohl. Das kann hier eh spammen wie ein Bekloppt, aber... Oh, jetzt habe ich halt. Ja, hier ist was. Sehr gut. Wir könnten hier direkt am Strand ja nicht, ne? Die erste Hütte bauen, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen erhöht? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, müssen wir am Gewicht... Ja, hinten rum geht es ja irgendwie hoch. Also da geht es ja höher. Oder zum Wasserfall in die Richtung. Ich hätte jetzt gern mal Feuerstein. Dann kann ich eine Axt bauen. Sehr nice. Nein, kann ich nicht. Was fehlt mir denn? Stroh. Na klar. Die Soundprobleme sind immer, das sind noch ein bisschen da. Ja? Hm, ja, bei keine mir Ahnung. Irgendwie nicht. Also, die klingt ein bisschen komisch. Also der Dodo, der schnurrt mir hier direkt einen vor. Kann ich nicht sagen. Also so die Herstellungsgeräusche und so, ja, aber wenn jetzt so die Tiere laufen und so du läufst, das klingt alles so ein bisschen abgehackt. Okay. Keine Ahnung warum. Ja, merkwürdig. Und auch so komisch. Normalerweise, das weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen. So, wo liegt mein Dodo? Hier. Nee, das ist ein Stein. Verdammt, wo hab ich denn den Dodo gekillt? Noch ein Stein. Das ist unser Leder. Ja. Weil wenn du rechte Maus das gedrückt hältst, kannst du da so einen Power-Angriff machen, ne? Weißt du? Ja, wusste ich mal zumindest. Der guten alten Tech-Rüstung, was brauche ich? Ein bisschen mehr Holz brauche ich. Ich finde den Dodo nicht mehr, der ist weg. Nein, jetzt hör aber auf. Nein, ohne Witz, ich weiß nicht mehr, wo der hin ist. Warte mal, vielleicht, ich kann noch in der Luft schweben, fällt mir gerade ein. Können die einfach ein Dodo gehen und dann nehmen wir den nicht mit? Kommen wir denn da hin? Oh, ist er das vielleicht? Das sah ein bisschen zerfleddert aus, der Gutze. Ne, ist auch nur ein Stein. Oh mein Gott, ich habe schon gepfiffen, obwohl wir noch gar keine nichts zu pfeifen haben. Nee, ich sehe nicht mehr, er ist weg. Aber ich weiß, wo die Kompis noch liegen. Hast du auch schon welche weggemacht? Ja, die haben mich angegriffen, die Ollen. Achso. Die sind auch schon weg. Alter, die spawnen ziemlich zerfix. Die sind nämlich auch schon wieder weg. Ach, hör doch auf. Ja. Ich hab hier noch ein Dodo. Chili. Du musst erstmal wissen, wo du wieder bist. Vorne am Strand. Ah, ich seh dich. Dann Trike. Halt, hier will ich noch ein Dodo. Ja. Machst du den weg? Da sind sogar noch zwei. Wo ist er denn? Da. Ah, ich hol mir, ja, ich hab sogar noch mehr. Oh. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Was war das denn? Achso, das war deine Faust. Das war meine Faust. Ich dachte, der Strider kommt und rechts hier an uns, weil wir die Dodos killen. Bleib doch hier. Hast du noch nichts auf Tasche oder was? Noch, hab ich noch jetzt. Ah, okay. 5 Minuten bleiben die eigentlich liegen, oder? Das hat einer. Nee, komisch, kurios. Finde bestimmt gleich nochmal wieder hier.
Und wo da, wo du bist, muss er ja sein. Ich bin ja nicht nur ein paar Meter zum Strand gelaufen, weil ich nichts hatte. Aber irgendwie... würde ich ein bisschen den Strider mal hauen, ne? Aber das solltest du vielleicht lieber lassen. Ich weiß nicht, ob der sich wehrt. Ja, wahrscheinlich schon. Der schießt hier ein drittes Auge. Wenn du aufpasst. Wahrscheinlich. Nee, so weit hinten war das nicht. Das war hier vorne, wo das Strike ist. Bin hier dann direkt zum Strand runtergelaufen. Aber da lagen viele Steine, das weiß ich, weil der Dodo sah nämlich fast aus wie so ein Stein. Mit seiner komischen, zerfledderten Farbe da noch. Ja, das stimmt. Was ist das denn? Nee, aber die Kombis sind ja am Strand nicht mal mehr da. Ja gut, dann ein bisschen Verlust hat man immer. Ja, wollen wir nochmal hoch zur Richtung Wasserfall zum Gucken wegen Bauen? Plätzchen? Langsam schon wieder Hunger. Ja, wir müssen tatsächlich dann irgendwo mal... ja, also wir könnten auch hier direkt... Ach was, guck mal ins Wasser. Die Seerosen oder was? Nee, wenn ihr kurz abtaust, dann geht's nach unten. Oh. Ach du Jemine. Nee, da hab ich noch gar nicht. Nee, ich durch Zufall. Ich wollte nur mal gucken, was hier unter Wasser so rumschwirrt. Was ist, kann man hier in den Pott auch rein da oben oder wie ist hier der Plan? Weiß nicht. Um drauf bauen oder innen drin bauen, wäre natürlich auch nicht schlecht. Was gibt's denn hier? Nix. Ist leer. This is a Terran Federation Starship. And it's been searching for a habitable world for generations. Just imagine how much effort it must have taken to gather all of this up and shoot it off into space. Das, da gibt's wohl Explorer-Bonus für. Okay, kannst du sagen, dass du statt Explorer Notes diesmal so auf die Strukturen entdecken? Türme drauf kannst du. Weil da gab's ja, irgendwo habe ich doch noch einen gesehen, oder? Das ist ein Obelisk da vorne eigentlich, sowas in die Richtung? Wo denn? Hier ein Stück raus am Wasser unten, wo wir bauen wollen, wo das Strider ist. Das Ding? Das Ding, ich lande mal. Das könnte auch eine Mission oder so sein. Gibt's ja auch wieder hier. Komm mal her, dann sagt sie dir was. Oh mein Gott. Ja, ja. Show Missionslist. Also mit dem oh, die quatscht hier wieder, könnte ans Bein, ne? Kennst du doch. Ja, wir müssen wahrscheinlich wieder Missionen machen, um die Kontrolle mit dem Schiff zu übernehmen, was ja unser Ziel ist. Oh hier ja, in dem Fall. Oh Gott, ja, hier gibt's so einiges. Must be after 9 Uhr und vor 5 Uhr. Muss aber bestimmte Zeiten hier aufschlagen, oder was? Ne, nachts können sie nun. Ja, wobei das hier die Bullblock-Fetch ist. Ja. Was rauscht denn hier so? In der Wasserfall? So laut? Jetzt auf einmal. Guck mal, da ist ein Fall. Nee, sorry. Ich hab... Nee. Was? Keine Ahnung. Also hier ist leiser. Also... oh, guck mal hier. Was ist das? Hä? Oh. Ach, hier ist nochmal Explorer Note. Oh. Das ist eine richtige Explorer Note wohl. Okay. Da würde ich jetzt aber warnen, bis ich die einstecke. Ja. Ne? Wollen wir da drüben einfach auf so einem kleinen Plateau jetzt da neben dem... ja, wollen wir. Bottich. Da ist noch ein kleiner Wasserfall. Wenn der nicht so ultra laut ist, dann lassen wir uns da jetzt mal nieder. Dann holen wir uns eh bestimmt nochmal einen besseren Point. Was machst du? Warum haust du? Mensch, fliegst du nicht schneller? Ich wollte Steuerung drücken. Achso. Hä? Bin verwirrt. Leertaste gedrückt dann. Ja. Ich bin jetzt vor einem großen Wasserfall, der ist ziemlich laut. Ja, das ist blöd. Gibt's da rechts daneben noch irgendwie ein Plateau, wo man hin kann? Warte, ich gehe mal ein bisschen höher. Ja, ich habe hier drüben, also ein bisschen rechts daneben, ist noch so eine Brücke, die rüber geht. Ah ja, hier davor, ne? Oh Gott, was ist hier denn eigentlich? Ja, lass doch hier hinknallen. Haben wir gleich Wasser in der Nähe? Ah ja, da bist du. Ja, genau, da. Dann. Ja, warum nicht? Erste kleine Hütte. Und mir vielleicht mal irgendwo hinstellen. Dann müssen die Jungs ja, wenn die dann dazukommen, auch mitleben können. Und nicht so weit weg, dass wir sie auch irgendwo finden können, wenn die auftauchen. Das dauert wieder eine Woche bei denen.
Kennst du doch. Nur so schnell wie wir uns gefunden haben, hoffe ich es jetzt mal nicht. Oh, ich weiß noch. Der Start von Genesis 1, Genesis Part 1 war schon heftig. Oh, der war richtig heftig, glaube ich. Da haben wir ewig gesucht. Da gefunden haben und was stehen haben. Oh, guck mal hier. Ich bin ein Stück rechts. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Das ist eine schöne Fläche hier vorne. Wo ist? Wo der Tech-Para drauf rumläuft. Oh ja, die können wir uns gönnen. Ja, los, sagen, da bauen wir die. Ja. Nicht weit runter zum Wasser unten. Ja. Was habe ich denn dann? 6 Level hat es gegeben. Achso, ja, stimmt. Wird auch Zeit, dass wir ein bisschen Holz hacken jetzt, dass wir noch den Bonus ein bisschen ausnutzen. Jo. Und einfach mal. Warte mal, 6 Level hat es gegeben. Ich würde gerne gleich Holz machen, wenn es geht. Ja, ist vielleicht besser, ein bisschen stabiler. Das ist nicht so. Nee, ist nicht mehr weit weg. Ist ja schon Level 11. Da bist du ja bestimmt auch bald, oder? Ich bin jetzt, jetzt habe ich noch einen gekriegt. Jetzt bin ich 11. Ja, komm mal. Dann lass uns gleich Holz bauen. Aber SS, ne? Structures. Ja, jo. Machen wir. Bisschen Leder haben wir auch schon auf der Tasche. Können wir ein Lagerfeuer anschmeißen, mal was essen. Hier ist auch noch ein Lüstro. Soll ich bestimmt wieder 10, wie ich dich kenne. Wenn jetzt keiner hinguckt, dann mal gehen wir zu Leder. Was, so. Wer bist du denn hier? Oh, Scheiße. Hab hier so einen blöden. Der macht mich fertig. Nee. Was hast du denn da? Jetzt habe ich ihn. Sehr gut. Ja, die Sounds sind irgendwie von den Dinos ein bisschen komisch. So, alles andere funktioniert einwandfrei, aber die Sounds von den Dinos und meine Schrittgeräusche sind echt ein bisschen. Das ist merkwürdig. Bei mir normal, oh. Keine Ahnung, schon woran das liegt. So, dann baue ich mal. Ja, müssen wir nur kurz absprechen, ein paar Foundations. Wollte ich jetzt gerade auch anschmeißen. Und dann baue ich schon mal die Wände. Oder so. Ich brauche aber wahrscheinlich noch viel mehr Stroh und Masern gleich. Und die Tür und so. Ja, dann mache ich erstmal nur die Foundations. Frage ist auch, wie groß? Ich würde erstmal so sagen, dass wir ein bisschen dran arbeiten können. Oh, ein Kanu, ist das neu? Ja, Kanu ist neu. Tatsächlich. Ist echt gerade zufällig. Holz und Stroh fehlt. Fasern fehlen mir tatsächlich. Mhm. Alter. Liegen wir direkt über einem Planeten oder was ist das so? Ach so, jetzt im Dunkeln siehst du ja ein bisschen mehr. Das ist Raumschiff. Ah, das ist auch die Ringe hier jetzt ohne Ende. Jo. Also eine Seite ist die gute Seite, die grüne, glaube ich. Und die andere Seite ist die, wo hier Rockwell schon seinen fauligen lila Atem überall stehen gelassen hat. Reingepustet hat. Naja, da ist nicht so hübsch. Das war auch very hard dann beim Starten. Oh, Megalocerus, die habe ich hier lange nicht mehr gesehen. Stimmt. 16. 2 Stück, nein. 3. Los. Wie groß willst du denn bauen? Ich würde machen. Ja. 3x4 erstmal oder so. Ja, sollte reichen für ein Bett und vielleicht für ein bisschen. Jetzt habe ich langsam Hunger. Wir sollten vielleicht zuerst mal ein Lagerfeuer sitzen. Ja, ich mache jetzt schnell die Foundations hin, wenn ich hier Holz und Stroh habe. Und dann machen wir ein Feuerchen. Ja, wobei, vielleicht kann ich das Lagerfeuer schon mal Feuer nehmen. Brauche ich denn? Wein, Holz, Stroh. Ja, ein paar Steine organisieren. Ich baue jetzt hier welche hin. Macht gleich dann drauf. Dann. Hm. Scheiße, was fehlt denn jetzt? Schon wieder Holz? Das gibt's aber. Ja, 3 Stück kann ich schon mal bauen. Ja, direkt hier vorne erstmal dran, ne? Ja, würde ich auch sagen. Klatscht da irgendwas drauf. Ich habe ein bisschen.
habe auch 15 Fleisch in der Tasche. So, 23. Schon was. Ich habe einen Lipopleuron-Sattel bekommen. Wen? Liplorodon. Die habe ich noch nie gehört. Ja, auch nicht. Ein Dunkleostos natürlich und Sabertooth-Sattel. Ja. Was auch sonst. Okay, das ist ja... So eine Wand hier bauen. Moment, ich brauche mehr Holz für die scheiß Foundations. Zu teuer. Wobei, hier ist ein bisschen ungünstig platziert, muss ich sagen. Achso, klar, ich habe ja auch Hunger, weil ich ja mich mit dem blöden Dings angelegt habe. Achso, ja. Ein paar Beeren oder so erstmal. Oh, ich habe zwei Fleisch schon fertig. Das sieht schon mega gut aus. Das kann ich mal nicht anders sagen hier quasi. Das stimmt wohl. Oh, da bin ich schon wieder überladen. Guck mal, na, kann ich gleich erstmal. Zwei Türrahmen bauen, zwei Türen. Nochmal eine Wand. Oh, ich kann Hallo sagen zu Helena. Achso, ja, Helena. Und gibt wieder Hexagons. Das kann man dann tauschen. Aber die Frage ist, man kann tatsächlich die lilanen Teile schon ab Level 0 einsammeln, ne? Oder wie? Also, ja, ja, ohne Begrenzung. Ja, ja, da war nichts Missdingens. Was ich jetzt sehe, also du kannst wieder bei Helena tauschen, wie immer, ne? Alles Mögliche. Ja. An Ressourcen und Co. Hast natürlich wieder die geilen Lootboxen, wo ja wieder der beste Loot sein wird, die sie jemals gegeben hat. Vielleicht ist er noch ein bisschen besser als beim letzten Mal. Man kann es nur hoffen. Aber was ich sehe, du kannst Engrampunkte eintauschen. Wenn dir was fehlt oder so. Für so. 1000 Hexagons. Das ist nicht gerade natürlich günstig. Aber wenn dir da mal was fehlt oder so, finde ich gar nicht so schlecht. Das ist tatsächlich ganz nice. Also du kannst Hexagons für Engrampunkte eintauschen? Genau. Ah ja, okay. 20 Engrampunkte kosten dich da, kosten 1000 Hexagons. Ah ja. Oh, hier schwebt ein Busch. Ja, Mensch. Nein, oh mein Gott, ich glaube, wir haben schon verlaufen. Wir sind oben. Ah, man kann ja fliegen, wird's sein. Ah, jetzt sieht das vor. Ja, das, ja, genau, das ist ganz gut. Also ich lerne gleich mal eine Kiste, weil, dass ich die Sättel mal rausnehmen kann. Weil die nehmen natürlich schon ziemlich viel Platz weg. Ja. Was brauche ich denn für die Kiste? Na klar, Holz. Und wenn du überladen bist, kannst du auch deinen Turboantrieb nicht zünden. Ah ja, na gut, ist klar. Aber es ist echt komisch, so das Sprechen von Händen da, meine, also wenn ich jetzt hier arbeite und so, das, oder meine Geräusche, die er vor sich gibt, wenn er hier auf Holz rumschlägt, ne? Ja. Die sind alle normal, aber wie gesagt, alles so aus der Umgebung, die Schritte, die Dinos und so, das ist alles nicht so gut. Keine Ahnung. Das ist ja echt merkwürdig. Denn, ja. Was fehlt jetzt? Jetzt fehlen Fasern. Ich könnte natürlich auch einfach mal meine Level vergeben und mehr Gewicht machen, sehe ich, ne? Aber das wäre auch zu einfach, sowas Schwachsinniges meine ich natürlich nicht. Na komm, ein bisschen Holz hacke ich jetzt noch. Ja, können wir ja eine Kiste packen, ne? Ja, Holzkiste hergestellt ist jetzt, dann kann ich nochmal auf Gewicht ein bisschen was geben. Immer noch überladen, ob es das denn? Ist hier was Besonderes? Nö. Nee. Bei den blauen und roten Blümchen? Nee, gibt's nicht. Gut. Aber du bist noch zügiger unterwegs, wenn du diesen Turboantrieb zündest, obwohl du überladen bist. Dann kannst du wenigstens ein bisschen schneller gehen, tatsächlich. Oh ja. Und das kostet dich keine Ausdauer. Das ist natürlich auch nobel. Man kann es nicht lenken, wo du hinläufst, aber... So. Oh Gott. Das hat man gesagt, 3x3 reicht erstmal, ne? Da ist gar nicht genug Holz hier in der Umgebung. Hinten raus bräuchten wir ja gar keine Links, ne? Wände. Zum Wasser könnte man sich schön die Gegend nochmal angucken. Könnte man erstmal auch lassen. Kriegen wir. Weil da kommen ja keine Tiere hin. Hauptsache die Seite ist, wenn sie hier.
So, erstmal die Sättel da reinschmeißen. Und die Seide habe ich nicht rückgekriegt, aber. 12 Leder habe ich übrigens in der Tasche. Und 28 Beeren. Schon mal. Narkobeeren. Ah ja, okay. Schmeiße ich auch erstmal in die Kiste hier. Verdorbene Fleisch auch. Ja. Genau wie die Stimmbeeren und das Leder. Ja, ich glaube. Dann machen wir erstmal schon mal Schluss, hä? Würde ich auch sagen. Was essen brauche ich? Krümeln ja noch ein bisschen Holz zusammen und dann gucken wir mal, was wir die Hütte hier noch fertig kriegen. So ein bisschen Basics müssen wir ja machen. Um hier mal eine Kiste reinzustellen, ein bisschen Schutz vor einem Raptor vielleicht zu haben oder so. Auch wenn man fliegen kann, ist natürlich ein echter Vorteil. Wenn du gleich mit Dings startest, ist schon ganz nice. Die Ich mache hier nur eine letzte Foundation, dann kannst du ein paar Wände schon mal setzen wenigstens. Jo, ich kann sogar noch welche herstellen, glaube ich. Und dann, ja, würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ja, wir freuen uns sehr über einen Daumen. Ob beim Smitty oder beim Floki, das ist eigentlich erstmal wurscht. Am besten natürlich bei beiden. Ja. Und das gerne mal ein Abo vielleicht auch mal da. Ne, wenn ihr nicht verpassen wollt, was hier noch so. Was ist das jetzt? Wow. Alter. Wir fliegen gerade. Cool. Okay, das wird noch zu ergründen sein, was das jetzt auf sich hat. In der Tat. Ich baue jetzt mal die Wände fertig, ich fühle mich wohler, wenn ich in der Hütte sitze. ja, was ich sagen wollte, aktiviert auch die Glocke, wenn ihr ein Abo da lasst, dann verpasst ihr, oder kriegt ihr eine Benachrichtigung, verpasst nicht, wenn es was Neues gibt. Ne? So sieht's aus. Dann, danke fürs Zusehen, bis zur nächsten Runde. Genesis, macht's gut, bis denne. Tschüss. Ciao.